Ja, ich darf Sie auch von meiner Seite noch einmal ganz herzlich begrüßen. Ich werde jetzt die Diskussionsrunde so quasi übernehmen im Namen des Herrn Generaldirektors und darf Sie gleich einmal um Ihre Fragen bitten. Wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht mehrere Fragen zusammensammeln und ich würde Sie auch ersuchen, dass Sie vorab Name nennen und für welche Kanzlei oder für welches Unternehmen Sie tätig sind. So. Ah, Herr Dr. Jurka, Mein Name ist Karl Jurka, Politikberater in Berlin mit Schwerpunkt Europarecht. Herr Generaldirektor, man darf seit der Pressekonferenz der Frau Bundeskanzlerin mit dem Präsidenten Macron am Montag wieder über Vertragsänderungen reden, was uns natürlich freut. In ECM Plus geht es Ihnen um die Stärkung der nationalen Wettbewerbsbehörden. Was ist mit der Stärkung der europäischen Wettbewerbsbehörde? Also die alte Schäuble-Forderung, die jetzt schon wieder da ist, unabhängige europäische Wettbewerbsbehörde, keine politische Weisung vom Kommissionspräsidenten oder EZB-Präsidenten oder italienischen Ministerpräsidenten, sondern nur mehr klare Wettbewerbsentscheidung. Also so wie Sie ja hier zu Recht vorschlagen, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden unabhängig sein müssen. Zweite Frage ganz schnell, bitte. Ich frage nicht zu einem konkreten Verfahren, will auch kein Verfahren hören, aber Luftverkehr. Lufthansa, Air Berlin, Alitalia, die arabischen staatsfinanzierten Fluglinien. Der Diotana hat dankenswerterweise mit der Bundeswettbewerbsbehörde eine Aufstellung gemacht. Ticketpreise von vor 2 Jahren und Ticketpreise heute. Vierfach von Wien nach Frankfurt, von Wien nach Zürich, von Wien nach Genf, weil wir heute de facto auf all diesen Strecken Monopole haben. Ist Luftverkehr kein digitales Thema, aber ein Thema? Und womit muss man rechnen, weil ja wahrscheinlich der Crash der Air Berlin mitten in den deutschen Bundestagswahlkampf hineinfallen wird? Oder gibt es noch eine weitere Frage? Mein Name ist Hoffer, ich bin Rechtsanwalt hier in Wien und ich habe eine Frage. Welche Verstärkungsmaßnahmen hätten Sie denn für die Bundeswettbewerbsbehörde vorgesehen anhand des Maßstabes der jetzt vorgeschlagenen Richtlinie? Sehr herzlichen Dank. Ich fange dann vielleicht einmal mit der Grundfrage an, der Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörden und hier dann der Rolle der Europäischen Kommission. Dazu ist natürlich zunächst festzuhalten, dass die Europäische Kommission in ihrer Rolle als Hüterin der Verträge und eben dann auch in ihrer Rolle als Wettbewerbsbehörde nicht politisch, sondern rechtlich gebunden agierte und dass es in diesem Bereich auch kein politisches Ermessen gibt, sondern natürlich an manchen Punkten die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Das ist übrigens auch etwas, was wir im Rahmen der Unabhängigkeit für die nationalen Wettbewerbsbehörden durchsetzen möchten. Denn keine Behörde hat unbegrenzte Ressourcen. Jede Behörde muss ihre begrenzten Mittel dort konzentrieren, wo es Sinn macht. Aber noch einmal, die Europäische Kommission ist von Vertragswegen eine unabhängige Wettbewerbsbehörde, ausgestattet von Vertragswegen mit den Garantien dieser inhaltlich, sachlich, fachlichen Unabhängigkeit und auch mit den Garantien einer angemessenen Ausstattung, was die Ressourcen anbelangt. Insofern stellt sich diese Frage in dieser Form nicht, denn es wird ja auch engmaschig überprüft durch die Europäische Gerichtsbarkeit, durch das Gericht und durch den Gerichtshof, ob sich die Kommission im Rahmen der Anwendung des Wettbewerbsrechts im Rahmen des Rechtes hält. Und noch einmal, es sind im Vertrag keine Instrumente vorgesehen, die es der Kommission erlauben, aus politischen Gründen
am rechtlichen Maßstab des Wettbewerbsrechts vorbei zu entscheiden. Und ich glaube, dass sich diese Frage auch so bislang, auch in der Rechtsprechung, nicht gestellt hat. Jetzt kam ein Zwischenruf vom Herrn Dr. Jörker zum Thema Banken und das heißt in diesem Fall Beihilfen. Und ich denke, daran lässt sich eigentlich belegen, dass natürlich auch hier in diesem Bereich rechtlich gebunden entschieden wird. Denn wir haben im Bankenbereich seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007 natürlich die Situation gehabt, dass eigentlich zunächst einmal nur das Beihilfenrecht als Instrumentarium zur Verfügung stand, um einen gemeinsamen Rahmen zu setzen, der Beggar-Thy-Neighbor-Policies, Subventionswettläufe, all das, was wir in anderen Wirtschaftskrisen früher erlebt haben, hat verhindern können. In der Zwischenzeit hat sich dieser Rechtsrahmen natürlich auch weiterentwickelt, weiter ausdifferenziert. Wir haben heute, wenn es um Fragen der Restrukturierung von Banken geht, ein Zusammenspiel zwischen den Aufgaben verschiedener Akteure. Zunächst einmal die Aufgabe der Bankenaufsicht, die unabhängig ist. Wir haben den Rechtsrahmen der Banken, Restrukturierungs- und Abwicklungsrichtlinie und wir haben nach wie vor das Instrumentarium des Beihilfenrechts. Und natürlich ist es auch so, dass allen Wettbewerbsentscheidungen im Beihilfenrecht, aber auch in der Fusionskontrolle ein gewisses Prognoseelement innewohnt, dass man eine wirtschaftliche Realität bewerten muss. Gerade aber im Beihilfenbereich, denke ich, haben wir hier sehr klare Kriterien, die aber auch wiederum natürlich den unterschiedlichen Belangen Rechnung tragen, die hier abzuwägen sind, von der Möglichkeit durch eine Restrukturierung dann wieder zu einer Tragfähigkeit auf lange Sicht zu kommen, bis zur Einbeziehung der Finanzstabilität. Insofern würde ich auch für diesen Bereich ganz selbstverständlich und ohne weiteres in Anspruch nehmen. Es wird rechtlich gebunden, sachlich, fachlich entschieden. Und insofern glaube ich, dass an diesem Punkt eigentlich kein wirklicher Nachbesserungsbedarf besteht. Es ist ja übrigens auch meistens so, dass die Diskussionen nicht sich darum drehen, auch in den letzten 25 Jahren sich nicht darum gedreht haben, ob die Europäische Kommission zu lasch vorgeht im Wettbewerbsbereich. Meine Erinnerung und meine Wahrnehmung ist eher umgekehrt, die, dass doch meistens darüber diskutiert wird, ob nicht intensiv gerade auch das Beihilfenrecht in die Gestaltung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten eingreift. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber die Diskussionslage war hier eigentlich nie die, dass man gesagt hätte, die Kommission übt ihre Befugnisse hier zurückhaltend aus. Insofern glaube ich, besteht auch hier das richtige Gleichgewicht. Im Hinblick dann auf den Nachbesserungsbedarf, der für die nationalen Wettbewerbsbehörden aus der Umsetzung der Richtlinie entspringen wird. Das ist natürlich zunächst einmal eine Aufgabe, die dann der nationale Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie vorzunehmen hat. Da wird es sicherlich in allen Mitgliedstaaten Überlegungen geben müssen, ob die nationale Rechtsetzung mit dem Rahmen dann völlig im Einklang steht. Da will ich auch nicht allen Einzelabwägungen vorgreifen, die auf nationaler Ebene vorzunehmen sind. Natürlich, denke ich, wird der nationale Gesetzgeber in allen Mitgliedstaaten dann beispielsweise der Umsetzung der Kronzeugenregelungen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit entgegenbringen, weil es da einfach auch um die Frage geht, dass die nationalen Regeln passgenau zusammenpassen mit den Regeln der anderen Mitgliedstaaten und auf der europäischen Ebene. Wir haben im Hinblick auf Österreich natürlich auch, das habe ich vorhin schon angesprochen, im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung und im Rahmen der europäischen Semesterempfehlungen immer wieder Empfehlungen ausgesprochen, im Hinblick insbesondere auch auf die Ausstattung der Wettbewerbsbehörde. Ich sehe mit großer Freude, dass die Ausstattung der Bundeswettbewerbsbehörde in den kommenden Jahren sich weiter verbessern wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und auch eines der Zeichen, das wir uns von dieser Initiative erhoffen, dass gerade auch in dieser Situation die nationalen Gesetzgeber und die nationalen Haushaltsbehörden den Wettbewerbsbehörden die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um intensiv und effektiv zu arbeiten.
Dann zum Luftverkehr. Wie gesagt, weder zu vergangenen noch zu aktuellen noch zu hypothetischen Fällen möchte ich Stellung nehmen. Vielleicht nur ganz allgemein. Wir haben natürlich im Luftverkehr in Europa eine Binnenmarkterfolgsgeschichte erlebt über die Jahre hinweg. Und wir erleben jetzt natürlich auch, dass es eine gesamtwirtschaftliche Situation gibt, in der neue Wettbewerber, neuer Wettbewerbsdruck auch global entsteht. Und wir haben hier die Situation wettbewerblich, wie auch in einer Reihe anderer Branchen, dass auf der einen Seite die Industrie uns sagt, auch nicht völlig zu Unrecht sagt, wir stehen in einem weltweiten Wettbewerb. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jede Konsolidierung sich auch national, regional und lokal auswirkt. Deswegen müssen auch Zusammenschlussvorhaben im Bereich des Luftverkehrs sehr intensiv geprüft werden. Das passiert auch und natürlich achtet die Kommission auch bei solchen Zusammenschlussvorhaben dann darauf, dass entweder Wettbewerb weiter bestehen bleibt oder die Voraussetzung geschaffen wird, dass Wettbewerb weiter bestehen kann, beispielsweise durch Slotfreigaben, die den Markteintritt anderer Wettbewerber oder auch neuer Wettbewerber in diesem Bereich dann ermöglichen können. Es gibt aber natürlich auch Situationen, das ist auch völlig klar, wo sich Wettbewerber aus Bereichen zurückziehen, wo sie tätig gewesen sind, aber aus ihrer Sicht nicht genügend an Gewinnen erwirtschaftet. Das alles ist die Seite des Wettbewerbs. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die Überlegungen, die über den Wettbewerb hinausgehen, für den Rahmen für Luftverkehr in Europa. Unsere Kolleginnen und Kollegen, Sie haben das im Hinblick auf den internationalen Zusammenhang angesprochen, in der Generaldirektion RUF, die für den Luftverkehr zuständig ist, arbeiten ja auch sehr intensiv daran, auf internationaler Ebene zu einem besseren Rahmen zu kommen im Hinblick auf faire Wettbewerbsbedingungen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich für uns auch die Beihilfenkontrolle von Relevanz, weil auch die Beihilfenkontrolle im Binnenmarkt dafür sorgte, dass es einen fairen Wettbewerb zwischen allen im Binnenmarkt tätigen Unternehmen gibt. So viel vielleicht ganz allgemein dazu. Was ich aber vielleicht mit großer Zufriedenheit festgestellt habe und was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, es hat ja in den letzten Wochen und Monaten den einen oder anderen Anlass gegeben, wo sehr medienwirksam mit der Frage Umgang mit Kunden, Umgang mit Verbrauchern im Luftverkehr die Schlagzeilen sich niedergeschlagen haben. Ich habe mit großem Interesse in diesem Zusammenhang den relativ unverdächtigen Economist gelesen, der gesagt hat, wenn es heute einen Unterschied gibt, dann den, dass es in Europa einen sehr viel intensiveren, einen sehr viel effektiveren Wettbewerb in diesem Bereich gibt als in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine ganz gute und interessante Bewertung, die man hier einbeziehen kann. Danke sehr. Gibt es von Ihrer Seite noch weitere Fragen? Clemens, Universität Wien. Sie haben als eine der großen Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik das Verhindern oder den Umgang mit Geoblocking genannt. Meine Frage wäre, welche Möglichkeiten das gegenwärtige Wettbewerbsrecht in diese Richtung bietet und wie da die nächsten Vorhaben der Generaldirektion Wettbewerb sind. Und ein zweiter Punkt, der auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu sehen ist, ist die Frage, wie man mit vertikalen Beschränkungen umgeht. Die Unterscheidungen werden immer fließender und es ist so, dass gerade bei vertikalen Beschränkungen die Zahl der bezweckten Beschränkungen sehr klein wird. Es ist im Grunde genommen eigentlich nur mehr die Preisbindung der zweiten Hand und selbst dort ist es so, dass in der letzten Fassung der Leitlinien ein ganzer langer Absatz dem Beispiel gewidmet ist, wie das alles doch auch wettbewerbsfördernd sein kann. Ist hier daran gedacht, diese Aufteilung in bezweckte und bewirkte Beschränkungen neu zu überdenken? Und welche Erfahrungen gibt es in dieser Beziehung? Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Lothar Hoffmann, Rechtsanwalt.
Sie haben kurz diesen Kommissionsbericht zur Sektoruntersuchung angesprochen. Da sind mir zwei Sachen ein bisschen ins Auge gestoßen. Einerseits die Plattformengeschichte. Das sieht die Kommission, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus entspannt. Und das andere Thema sind Doppelpreise. Bei den Doppelpreisen, da wird, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, eher nur so narrativ erzählt, dass sich da viele drüber beschweren. Jetzt, das Doppelpreisverbot resultiert in den Leitlinien irgendwie festgehalten, würde ich sagen, resultiert ja in erster Linie daraus, dass man den Onlinehandel stärken wollte. Ist das immer noch notwendig oder müsste man jetzt nicht eigentlich eher den stationären Handel stärken? Und könnte man derartige Doppelpreisverbote jetzt speziell bei Hybridhändlern unter diesen Umständen nicht eigentlich freigeben? Vielen herzlichen Dank. Zunächst zum Thema Geoblocking. Das ist natürlich ein Feld, wie viele andere, wo Wettbewerbsrecht mit anderen Instrumenten des Unionsrechts zusammenwirkt. Denn was wir im Bereich Geoblocking ins Blickfeld nehmen können, sind einseitige Entscheidungen marktbeherrschender Unternehmen und sind Absprachen zwischen Unternehmen in diesem Bereich, die einseitigen Entscheidungen nicht marktbeherrschender Unternehmen, sich Geoblocking zu bedienen, entzieht sich unserem Instrumentarium, ist aber Gegenstand von Überlegungen in anderen Bereichen der Kommission im Hinblick auf die Stärkung des elektronischen Handels im Binnenmarkt. Zum Thema Geoblocking selber haben wir natürlich das Thema jetzt nicht nur in der Sektoruntersuchung insgesamt und systemisch betrachtet, sondern hier hat die Kommission auch schon Untersuchungen eingeleitet, wo es wettbewerbliche Bedenken im Hinblick auf ganz bestimmte konkrete Fallgestaltungen gibt. Um zwei Fälle zu nennen, die neueren Datums sind, auf der einen Seite haben wir den sogenannten Videospielfall. Da geht es darum, dass Schlüssel, um Videospiele zu aktivieren, geografisch lokalisiert sind. Und in diesem Verfahren müssen wir untersuchen, ob aus dieser Form der geografischen Lokalisierung eine Wettbewerbsbeschränkung, die nicht zu rechtfertigen ist, erwächst. Eine auch im weitesten Sinn Geoblocking-Fallgestaltung liegt im Hotelpreisfall zugrunde, wo es unterschiedliche Preisgestaltungen bzw. Reservierungsmöglichkeiten gibt, je nachdem, aus welchem Mitgliedstaat eine Buchungsanfrage erfolgt. Das heißt, hier werden wir in den verschiedenen Einzelfällen durchzudeklinieren haben, was aus diesen Fällen dann an wettbewerbsrechtlichen Bedenken folgen kann. Die Sektoruntersuchung hat nicht nahegelegt zum jetzigen Zeitpunkt das Regelwerk, das wir haben, die Leitlinien zu den vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen und die Freistellungsverordnung in dieser Hinsicht früher zu überarbeiten, als das vorgesehen ist. Sie wissen, die Geltungsdauer der derzeitigen Texte läuft bis 2022. Es ist also insofern eher aus der Sektoruntersuchung abzulesen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt der Auffassung sind, dass wir mit diesem Instrumentarium das, was wir an Material, an Evidenz bekommen haben, in den Griff bekommen können. Da muss man natürlich im Einzelfall dann auch genau hingucken. Sie haben die Frage angesprochen, wie ist das, muss man den Onlinehandel stärken oder muss man nicht vielleicht im Gegenteil auch jetzt wieder stärker den stationären Handel in den Blick nehmen? Ich glaube, dass in der Tat die Sektoruntersuchung den Blick darauf gelenkt hat, dass Free Riding in beide Richtungen eine Herausforderung ist und dass man sehr genau hingucken muss, in welchen Bereichen ist eine Maßnahme gerechtfertigt, um Free Riding vorzubeugen, in welchem Bereich ist sie das nicht. Die Frage nach bezweckten bzw. bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen, das ist ja eine Diskussion, die auch über den Bereich der vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen hinausgeht. Ich glaube, es ist sicherlich richtig, dass wir, das steht ja auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, mit der Kategorie der bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen vorsichtig, zurückhaltend umgehen und dass insofern es sicherlich keine unbegrenzte Ausweitung dieser Kategorie geben kann. Umgekehrt ist es sicherlich auch so,
dass in den Bereichen, wo Erfahrung und Logik nachweist, dass eine bestimmte Verhaltensweise eben typischerweise den Wettbewerb beschränkt, dass es dort keinen Anlass gibt, von dieser Kategorie abzuweichen. Für den Bereich der vertikalen Wettbewerbsbeschränkung würde ich auch hier sagen, dass aus der Sektoruntersuchung nicht hervorgegangen ist, dass es eine Notwendigkeit gibt, die Regeln, die wir im Moment uns gegeben haben, die wir aufgestellt haben, grundlegend zu überarbeiten. Es gibt ja den einen oder anderen Fall, auch vor dem Europäischen Gerichtshof, wo wir möglicherweise auch weitere Präzisierungen durch den Gerichtshof bekommen wird, wenn Sie an den Fall Coty denken, zu dem sich ja auch die Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof geäußert hat. Darüber hinaus ist die Diskussion, wie Sie wissen, auch insofern eine offene Diskussion, weil der Europäische Gerichtshof in dem grundlegenden Verfahren in Tell sich vielleicht auch zu dieser Frage äußern wird, vor dem Hintergrund der Diskussion um Rabatte ganz allgemein im Zusammenhang mit dem Vorgehen marktbeherrschender Unternehmen. Aber da werden wir abwarten müssen, was der Gerichtshof sich dazu äußern wird. Herzlichen Dank. Ja, ich glaube, wir machen jetzt noch einmal eine abschließende Fragerunde, wenn es noch jemand gibt, der eine Frage an den Herrn Generaldirektor richten möchte, oder? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich für nicht nur für Ihren guten Appetit, sondern auch für Ihr Interesse an den Vorträgen. Ich möchte mich beim Herrn Generaldirektor für den spannenden Vortrag bedanken, aber auch, und das möchte ich betonen, für die Unterstützung der europäischen Institutionen in unserem Kampf für mehr Ressourcen. Die Stellungnahmen, insbesondere auch im Rahmen des europäischen Semesters, haben uns da sicher viel geholfen. Und wir sind schon sehr gespannt auf die Diskussionen, wie die Richtlinie zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden am Ende des Tages ausschauen wird. Wir sehen, das ist eine sehr positive Initiative. Im Einzelfall wird es sicher noch Diskussionsbedarf geben. Dankeschön.